zur anderen Folge Factorio. Ich habe überlegt, wir reißen das hier mal ab und bauen das mal komplett neu. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Das hat mal funktioniert, als unsere Kupferindustrie noch klein war. Aber mittlerweile brauchen wir so viel Kupferdrähte, dass das hier weg kann. Oh, mein ganzer Maschinenpark ist gerade außer Betrieb. Das ist okay, können sich die Speicher ein bisschen füllen. So. Da ist Nacht geworden. Wir könnten noch ein paar davon. Keine Eisenplatten. Kein Problem. Ich kenne hier eine Stelle, wo ganz viele liegen. So, ganz große Kupferdrahtfabrikatur. Doch mit den hier an. 5 so. 1, 2, 3. 5 so. Da sollten wir auf jeden Fall dann genug Kupferdrähte herstellen können. Das war nicht der Kupferdraht. Das war auch nicht der Kupferdraht. Ja, da habe ich irgendwie was nicht ganz richtig berechnet. Eine Lücke, zweite Lücke, dritte Lücke. So, sieht schon besser aus. Okay, das hier wird der Abtransport. Kommt jetzt die Frage, wie wir das mit der Zufuhr machen. Natürlich auch ordentlich Material, was reinkommt. Was sollte man den ganzen Griffel hier abschaffen? Es ist schön, dass er das alles in die Kisten lagert. Blum. Kupfer forever. Noch so einen schnellen Trenner. Besitze ich einen? Ich besitze keinen. Was brauche ich denn für den? Mikrochips. Ach, voll gut, dass ich gerade die Industrie von Mikrochips und Co. lahmgelegt habe. Dann muss ich mich mal hier bedienen von den Fließbändern. So, wenn wir... Hier soll die Lane lang. Hier einen Trenner einbauen. Und hier einen Trenner einbauen. So. Wirst du hier unterführt? Wir haben noch Tunnel gebaut, ja. Schön. Ich gebe jetzt hier den passenden Anschluss. Jetzt gebe ich noch den passende Stromversorgung. Ah, davon brauche ich mehr. Ich kann davon mehr bauen. Irgendwo hier was außer Betrieb. Ihr seid nicht in Betrieb. Okay. Das nenne ich mal Kupferkabel.
Das ist doof. Das ist seriously doof. Das ist, glaube ich, auch nicht die einzige Stelle, an der das doof ist. Oder? Wo werden Kupferkabel denn noch benötigt bei uns? Du bist irgendwie mit nichts verbunden, oder? Nee, bist du nicht. Musst du aber auch nicht. Hier kommen Kupferkabel raus. Warum kommen denn hier Kupferkabel raus? Ach so, weil hier eigentlich Kupferkabel rauskommen sollten. Dass du dich mit dem verbunden hast, ist dämlich. Das Kupfer hier ist falsch. Okay, hier funktioniert das auf jeden Fall ganz gut. Dann wird es hier gesplittet und dann kommen hier Kupferkabel. Okay, das funktioniert. Nur die Stelle hier sieht dann halt so aus, dass nur noch Kupferkabel darauf liegen. Okay, jetzt müssen wir hier eine zweite Lane mit Eisen hinkriegen. Wie kriegen wir hier eine zweite Lane mit Eisen hin? Müsste hier so verlaufen. Und das Eisen ist da oder gegebenenfalls da. Du Heiliger. Jetzt kriege ich lange Kopfschmerzen. Das hier unter Tunneln, aber wie kriege ich dann? Wie weit kann ich dich bauen? Das klingt doch gar nicht so schlecht. Okay, jetzt hast du Kupferkabel und Eisen. Brauchst du noch die passende Maschine dazu dafür? Damit du das Ganze dir auch holen kannst. Okay, gut, gut, gut. Wie sieht es eigentlich mit unserer Eisenproduktion aus? Wieso geht denn das so langsam voran? Das ist doof, dass hier gerade nicht so viel lang fließt. Aber ich glaube, unsere Kisten sind eigentlich ziemlich voll. Besonders die hier hinten sind ganz gut gefüllt. Aber es geht. Es wird eigentlich ganz gut verarbeitet. So wie es reinkommt, wird es auch verarbeitet. Okay, Kupferdrähte haben wir jetzt auf jeden Fall einen ganzen Haufen. Das sollte jetzt erstmal für eine Zeit lang reichen. Zahnräder sehen auch ganz gut aus. Das heißt, hier werden jetzt Mikrochips zusammengezimmert. Und wir können uns mal darum kümmern, dass wir unseren Solarpark ausbauen, aufbauen. Automatisierte Solarzellen. Zahnräder. Lass mal sehen. Akkumulatoren brauchen Batterien. Die sind irgendwie ganz auf der anderen Seite der Karte. Kupferplatten, Stahl und Chips.
Können wir ein bisschen was an Kupfer weglegen. Ich habe ein bisschen zu viel im Inventar. So. Mehr Platz fürs Inventar. Hier ist das Eisen das Problem. Wo auch immer das gerade hinwandert. Und wir können mal forschen. Das wäre nochmal eine Idee. Oh, 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 oh. 200 mal 200. Harte Sache. Gun Turret Attack Speed Bonus. Aha, aha, aha. Forschen wir das. Dann läuft die Forschung wenigstens. Okay, lass mal sehen. Ich denke mal nicht, dass wir wirklich davon viele brauchen. Ich denke mal, eine dürfte reichen. Ich meine, wir wollen jetzt hier nicht 1000 Solarzellen innerhalb von 5 Minuten aufstellen. Die eine muss an Chips ran. Die Mikrochips laufen hier. Die haben wir hier. Das Kupfer ran. Ich hatte da eine Idee. Kreuzen die sich oder geht das auf? Machen wir das. Okay, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Die sind zwar schneller, aber anscheinend ein kürzer. Oder so. Wie kriegen wir das Kupfer noch da drüben? Denk, 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 denk. Denk, denk, denk. Ich glaube, ich habe eine Idee. Forschung gehen echt schnell. Okay, lass mal sehen. Wir könnten da bis hier gehen. So. Ah. So, voll falsch. Dreh ich richtig. Das Kupfer nehme ich mal mit, bevor das hier sich irgendwo aufstaut. Eine Kiste voll Stahl. Jetzt haben wir hier unser Kupfer. Hier ist auch Kupfer auf der Lane, die was nicht sein sollte. Da will ich nur Kupferdrähte haben. Okay. Dieses komplizierte Bauen. Stahl kriegen wir da oben. Chips kriegen wir von der Lane. Das heißt, wir könnten es theoretisch... Theoretisch müssen wir da mal den Greifarm wegnehmen. Wir es... Wieso dauern die Forschung jetzt mittlerweile immer nur so 5 Sekunden? Hier machen wir was ganz Dickes. Wir könnten... Wenn ich das hier hinbaue, komme ich an Chips ran. Komme ich an das Stahl ran. Komme ich an das... Das ist eine gute Idee. Das sieht zwar jetzt etwas weird aus. Du solltest das doch hinkriegen können, oder? Ja. Schön.
Du solltest das so hinkriegen können. Du kriegst das dann so hin. Vorausgesetzt, ich gebe dir Strom. Und du greifst dir die Mikrochips ab, wenn die mal vorbeiwandern. Und du packst mir das mal in die Kiste. Die steht da zwar etwas weird, aber besser als nichts. Das heißt, das hier ist unsere Solarplattenkiste. Schön, schön, schön. Ich denke mal, die Akkumulatoren müssen wir nicht industriell herstellen. Zumindest noch nicht. Schön, 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 schön. Von dem machen wir immer noch 100 Stück. Wir sind nah dran. Intelligente Knickarme brauchen wir auch 100 Stück. Was sind sie denn? Hier unten. Die brauchen auch ganz schön viel Zeit. Und wir müssen dann irgendwie an die Batterien rankommen, die wir ja momentan nur noch da unten herstellen. Was ja echt irgendwie am A der Welt ist. Also irgendwie ist unsere Produktion für Metall echt zurückgegangen. Liegt das am Strommangel oder was ist das Problem? Halt! Verdammt, ich wollte gerade mitfahren. Die Kisten sind jetzt nicht so gefüllt. Warte mal kurz auf den Zug, bis er wiederkommt. Dann gucken wir mal, was da oben los ist. War da vielleicht ein Alien-Angriff und die haben da mir das halbe Lager zerlegt und ich habe es nicht mitbekommen? Oder was war das Problem? Irgendwas muss da ja am Haken sein. Ich meine, okay, D-Lane und D-Lane haben sich natürlich jetzt aufgestaut. Hier natürlich, weil nur drei Schmelzen sind. Aber die mittlere Lane hier kriegt halt überhaupt nichts ab. Und in der Theorie müsste, wenn sich das aufstaut, müsste hier alles weiter wandern. Also wenn es bis hier aufgestaut ist, dann heißt das für mich, ich verbrauche weniger, als ich... Anders, die Zufuhr ist größer als die Abfuhr. Beziehungsweise die Produktion, wenn sich das bis zum Anfang aufstaut. So sagt es mir allerdings, dass die Zufuhr geringer ist als die Abfuhr, dadurch, dass nicht alle in Betrieb sind. Die Verteilung ist zwar hier nicht so prickelnd, ja, aber wenn man das sich logisch überlegt, dann spielt das keine Rolle, ob sich das hier aufstaut oder hier aufstaut. Weil das heißt ja, wenn es sich nicht bis hier aufstaut hat, heißt es ja immer noch, dass die alles verarbeiten können. Wie nah muss ich denn noch ran? So, nehme ich mal mit. Was liegt denn bei dir drin? Kriegen die alles in der Zeit eigentlich raus? Oder fährst du immer noch mit ein bisschen was los? Okay, die kriegen alles raus. Allerdings warst du auch nicht wirklich voll. Also das Abbaufeld hier oben ist pleite. Da ist nicht mehr viel zu holen. Tschüt, tschüt. So, Kinders, wie sieht's denn bei euch hier aus? Hier läuft doch alles ganz gut. Ja, du läufst fleißig. Es liegt einfach daran, dass die Abbaumaschinen hier nicht schnell genug produzieren. Kann ich denn on the fly noch welche dazu bauen? Könnte ich.
Mache ich einfach mal. Gibt es halt noch 8 Stück. Tschüss, Zug. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Holst mich wieder ab, ne? Werd dir doch nicht versauern. Lass mal sehen. Ich hab's natürlich die Wand elegant so gesetzt, dass ich... Aber das Stück Wand kann ich abreißen. Das ist ja not a big deal. Tummelt sich das allerdings alles auf einer Seite. Hey, Kampfroboterforschung, die ganz lange gedauert hat. Machen wir noch was, was ganz lange dauert. Okay. So sieht das doch schon besser aus. Frage ist jetzt, ob der Zug voll wird. Und da kann ich mal wieder mitnehmen. Fast. Also sie stauen sich jetzt die Kisten an. Das ist aber okay. Tschüt. Und Home Sweet Home. Wie sieht's eigentlich hier aus? Ja, okay. Du hast noch eine ganze Menge. Du hast nicht mal den Festbrennstoff bis jetzt verbraucht. Die Kohle hast du noch gar nicht in Angriff genommen. Jetzt gibt's wieder ordentlich was zu futtern für unsere Schmelzen. Ah, schön. So, wo war ich? Ah ja, ich wollte die Science Packs bauen. Währenddessen hier hinten Solarzellen produziert werden. 14 Stück haben wir schon. Das klingt gut. Dafür brauche ich die Chips. Da bin ich jetzt über 100. Und ich brauche die Greifarme, die hier nicht ankommen, weil keine Chips, Mikrochips, weil kein Eisen. Ah, okay. Dachte schon, ich muss hier wieder was ausbauen, aber da fehlt jetzt das Eisen. Wo wandert denn unser ganzes Eisen hin? Also, ich meine, hier unten kommt ja nicht mal was an. Der ganze Krempel wandert hier lang und wird in Mikrochips verarbeitet. Also im Endeffekt fressen unsere Mikrochips das meiste Eisen. Es staut sich auch nicht an, also an der Geschwindigkeit der Fließbänder liegt es nicht. Wenn ich die upgrade, macht das auch keinen Unterschied. Unser Stahl wird gerade schön in Solarzellen reingesteckt. Und irgendwie auch unsere Mikrochips, die da ankommen. Ich denke mal, mehr als 2 Stacks solltest du nicht füllen. Das sollte auf jeden Fall dann für eine ganze Zeit dann reichen. Ihr seid schon wieder pleite, ihr seid schon wieder pleite. Ihr seid echt nicht die Schnellsten in der Produktion. Ich habe nochmal intelligente Knickarme und ich werde mal den Bau damit beginnen. Das wird jetzt eine ganze Zeit lang dauern, allerdings kommen wir irgendwie nicht drum herum. Forschung können wir nicht mehr, können wir nicht mehr. Können wir Turret Speed? Ah, das ist so eine in meinen Augen überflüssige Forschung, aber da
Das ist das Einzige, was wir noch forschen können, oder? Ja. Dann machen wir Turret Speed, auch wenn das jetzt wirklich lange dauern wird. Und die Nacht hat eingebrochen und damit ist auch diese Folge vorbei. Sie sehen uns das nächste Mal. See you later.